Mit einer Choreografie einen Tag vor dem 125-jährigen Vereinsjubiläum machen die Werder-Fans auch in Mainz deutlich, wie groß die Unterstützung für das Team von Trainer Ole Werner ist. Rein ins Spiel, Werder in den dunklen Trikots, Mainz im weißen Fastnachtsdressen und in der zweiten Minute die erste Möglichkeit für die Gäste. Romano Schmid mit Justin Ginma, dem Mann, Flanke kommt, dann dieser Querschläger bei den Mainzern und Dutsch, der große Profiteur dieser Situation. Wie schon im Hinspiel besorgt Marvin Dutsch das ganz frühe 1:0. Ginma, der hier den Haken schlägt, dann Schmid mitnimmt, dem Manns Hereingabe entscheidend dafür, dass sich dieser Fehler bei Cassie und Kraus überhaupt ereignet und Dutsch mit dem Rücken zum Tor, aber eben so stark bei seinem 9. Treffer in dieser Saison. Und Werder machte weiter, Romano Schmid. Gut rübergelegt auf Felix Agu und dann Olivier Demann. Gute Gelegenheit, nachdem die Mainzer danach insgesamt zwar mehr Ballbesitz hatten, aber Werder eben durch solche Aktionen gefährlich blieb. Die Mainzer hatten sich unter der Woche verstärkt im Offensivbereich. Nadim Amiri leitet die Szene ein und Tom Kraus kommt aus der zweiten Reihe hier zum Abschluss. Der Pfosten rettet am Ende für den SV Werder. Werder konnte die 05er ganz gut vom Eigentor weghalten. Selten, dass es in der Box gefährlich wurde, auch bei Michael Zetterer solche Bälle gut abfangen konnte und dann das Spiel umso schneller gestaltete. Zetterer für Justin Ginma. Ginma mit seinem Tempo. Wieder Justin Ginma. Gegen Freiburg hat er durch eine ähnliche Bewegung ein Tor erzielt. Hier allerdings ein Schuss neben das Gehäuse. Robin Zentner. Aber hier nochmal, wie stark Justin Ginma eben auch im Umschaltspiel ist, das sehen wir hier nochmal eindrucksvoll. Eine intensive Partie, in jedem Fall, bei der Werder gut dagegen hält, in der Mainz aber im zweiten Durchgang deutlich offensiver noch daherkommt. Erste gute Chance, Jessica Gangkamp und eine super Parade von Michael Zetterer. Hier noch einmal Gangkamp in seinem ersten Spiel für Mainz 05. Hätte er hier beinahe das Tor erzielen können. Nächste Chance dann für Mainz über Ludovic Ajorg. Inzwischen neu mit von der Partie. Beste Ecke von Amiri. Mainz weiterhin auf der Suche nach Großchancen. Das war eine durch Karim Onisivo. Das Team von Ole Werner jetzt zum 7. Mal in Folge umgeschlagen. So kann man den morgen anstehenden Vereinsgeburtstag doch bestreiten. Boah, sehr, sehr umkämpft. Ja, auf dem Platz auch enorm schwer, dass wir irgendwie besser Fußball spielen. Ja, wir haben uns schon ein bisschen mehr vorgenommen am Ende. Das ist ja schon noch mal gut knapp geworden. Aber ja, ganz wichtiger Auswärtssieg. Ja, unfassbar körperbetontes, ekelhaftes Spiel. Nicht unser bestes Spiel. Ich glaube, der Trainer hat es gut angesprochen. Aber das zeichnet uns als Mannschaft im Moment aus. Wir arbeiten defensiv richtig gut. Lassen wenig zu. Es ist im Moment zum Glück schwierig, gegen uns Tore zu schießen. Und ja, ein Kompliment an die ganze Mannschaft, dass wir das über 90 Minuten, 95 Minuten, 100 Minuten, wie es auch war, gut durchgezogen haben. Wir haben alles wegverteidigt. Ich glaube, das war der Schlüssel zum Erfolg. Ein frühes Tor dazu gemacht. Und ja, so ein dreckiges Spiel musst du dann auch einfach mal gewinnen. Ja, wir haben sicherlich auch ein Quäntchen Glück gehabt. Mainz hat heute sehr stark gespielt. Wir haben aber defensiv sehr, sehr gut dagegen gehalten. Dafür, dass Mainz sehr, sehr überlegen war, haben wir relativ wenig klare Chancen zugelassen. Spricht total für die Mannschaft, dass wir eben halt auch in Phasen oder auch in Spielen, wo wir spielerisch nicht so überzeugen, aber trotzdem als Gruppe funktionieren. Ich glaube, das ist das, was wir beibehalten müssen. Und ja, so sehe ich das Spiel. Und ich glaube, auf die Art und Weise haben wir uns heute auch die drei Punkte dann am Ende erarbeitet. Sicherlich auch mit einem Quäntchen Glück. Was gehört dazu? Das ist jetzt das 7. Spiel in Folge ohne Niederlage. Das ist aktuell die längste Serie nach Leverkusen. Was meinst du denn die Gründe dafür, dass wir aktuell so gut drauf sind? Ja, weil wir jedes Spiel brutal kompakt stehen, super verteidigen, da haut sich jeder rein. Offensiv haben wir einfach enorme Qualität. Gefühlt irgendeiner trifft schon, ist ganz egal wer. Ja, und wir haben einfach auch Speed vorne, Spieler, die mit dem Ball total gut die anderen Spieler in Szene setzen. Also es ist, ja, läuft zurzeit. Die Geschlossenheit, wie wir als Mannschaft auftreten, ich glaube, dass ja, wir in den letzten Wochen richtig, richtig eng als Mannschaft zusammengerückt sind. Viele richtige Entscheidungen treffen, Spiele dabei haben wie heute, wo wir von vornherein wissen,
Die Mainzer zu Hause werden alles raushauen, was sie haben. Und wir müssen dem entgegenhalten. Und dann schießen wir halt mal in der zweiten oder dritten Minute ein Tor. Und ja, dann haben wir es einfach richtig gut verteidigt. Und deshalb bin ich sehr froh, dass wir heute wieder mit 3 Punkten heimfahren. Ja, ich glaube einfach, dass jeder weiß, was zu tun und zu machen ist. Wir in jedem Spiel an unsere Grenzen gehen. Heute wieder, ein Riesenkompliment an jeden Einzelnen, auch hinten, wie wir das auch wegverteidigt haben. Schwieriges Spiel, lange, viele, hohe Bälle in die Box rein. Und wenn wir dann immer ein Tor vorne machen und hinten keins kassieren, würden wir das auch nehmen. Die Qualität der Jungs, sicherlich, die jetzt auch zum Tragen kommt, dadurch, dass wir uns als Mannschaft gefunden haben, die Art und Weise, wie sie arbeiten, wie sie als Gruppe funktionieren, dass sie sich gegenseitig unterstützen, jeder Einzelne sich nicht so wichtig nimmt, sondern die Gruppe sieht. Und ich glaube, das ist das, was uns aktuell auszeichnet und was dann vielleicht auch so ein bisschen dafür sorgt, wenn du so auftrittst, dass du dir so ein bisschen das Glück, das wir heute vielleicht brauchten, auch erarbeiten kannst. Und aktuell tun wir das. Trotzdem wollen wir uns gegen Heidenheim auch wieder im spielerischen Bereich steigern, weil das werden wir sicherlich müssen, um dann hoffentlich auch weiter zu punkten. Erklär uns mal kurz den Jubel. Du bist direkt zur Bank gelaufen. Was hat das damit auf sich? Ja, ich will einfach den Teamgeist zeigen, den wir einfach haben. Was jeder Einzelne mit im Boot ist, weil natürlich weiß man das als Fußballer, will man immer spielen, gibt es immer wieder schwierige Entscheidungen und ich will einfach, dass jeder mit im Boot ist, weil jeder hat seinen Teil dazu beigetragen, dass es auch gerade in so einem Flow bei uns sehr, sehr gut läuft.